Nein! Nein! Ich muss gleich weinen. Das war noch nie so schlimm. Morgen, Jungs. Servus. Unser altbewährtes Spiel SCP Containment Breach. Wir haben immer noch die Version 071. Ich muss mich erstmal wieder fangen. Bin noch am Lachen ein bisschen. 012, den haben wir schon gesehen, ne? Notenblatt. Notenblatt des Todes. So. Geh ich mal los. War der schwarze Fleck vorher schon da? Keine Ahnung. Nur nicht gesehen. Probier's mal. Der klingt schon so, als ob er sehr nahe ist. Boah, das klang gerade voll böse. Mach ein bisschen lauter. Oh, jetzt, der macht die Tür gleich auf. Macht er nicht. Hat er letztens auch. Ja, da stand aber schon da oben. Boah, das hört sich so eklig an. Der kommt nicht mehr aus dem Boden. Ich lach so, wenn er aufmacht. Macht er nett. Ha. Da ist die Tür auf. Nein, wenn es da ist, ne? Drück! Geh durch! Ich komm da nicht hin, Alter. Ich hab ne andere Idee. Geht schon gut los. Psst. Ist weg. Aufpassen. Du bist weg, Junge. Ja. Die Gasmaske, endlich mal. Batterien, warum wir sie wahrscheinlich nicht brauchen werden. Aber die Gasmaske mitnehmen, ne? Ja, das ist nützlich. Ich kann jetzt eine super Gasmaske machen mit dem SCP-914. Und dann können wir nicht nur durch verrauchte Räume gehen. Ich will aufpassen, der macht die Tür auf für mich. Ich mach die erstmal zu. Aber der ist gar nicht mehr da. Blinze. Du hast recht. Das heißt, das war jetzt eigentlich voll die taktische Meisterleistung, dass wir zurückgegangen sind. Waren nicht mehr am Anfang, auch nicht mehr hier. Da waren wir nicht. Ja, sehr gut. Aber da gibt's die Keycard und den Navigator. Da bist du jetzt mal so schön herzhaft erschrocken. Was? Nimm einfach und geh wieder raus. Mach zu. Nein! Mach zu. Geh da raus. Mach da auch zu, bitte. Oh. Das Licht ist gerade vollkommen. Ja. Als ob da was wäre. So verblurrt. Safe. Danke. Risiko? Nein. Aber den da. Du machst diesmal auch nur Level 5, okay. Anscheinend besteht bei der Umwandlung von 5 auf Omnicard auch eine Gefahr. Dass man so eine Spiel-Joker-Karte rausbekommt. Wie letztes Mal. Mhm. Haben wir das hochgeladen? Haben wir nur fein gemacht. Weiß ich nicht mehr. Glaub nicht. Nee, haben wir nicht hochgeladen. Vielleicht haben wir so eine Spielkarte auf jeden Fall raus. Obwohl wir in jedem Schritt auch fein gemacht haben. Ich bevorzuge ja trotzdem noch die Hardcore-Methode. Aber damit wir
jetzt hier keinen Stress machst. Du bevorzugst jetzt gar nichts. Du machst es in den Intake und holst es aus dem Outtake. Und das machen einfach viermal. So lautet der Plan, okay. Wir machen nächstes Mal die Hardcore-Methode. Hat er in dem Update diese Wahrscheinlichkeit erhöht? Oder? Wahrscheinlich. Liegt es daran, dass die Karte aus diesem einen Raum kommt? Aber dann entweder mit 1 zu 1 oder mit irgendwas kann man die Karte wieder zurückmachen zu einer Level 2. Ich glaube 1 zu 1, das hat es letztes Mal auch nicht geklappt. Hat man dann die Mastercard. Oh bitte. Ja, vielleicht hast du da 50-50 schon. Mastercard oder Omnicard. Oh bitte. Wenn du jetzt in Level 2 ist, dann mache ich Very Fine, ich sag's dir. Ja. Oh yes! Oh yes! Ich mach's Very Fine. Oder? Mach. Dann haben wir direkt die Omnicard. Wenn da eh ein Risiko besteht, kann man gleich mal, okay, dann ist vielleicht durch das Update, hä? Also jetzt ein Risiko, ein allgemeines Risiko eingeführt. Omni. Yeah. Siehst du, hätten wir es gleich so gemacht. Yeah. Da waren wir gerade drin. Jetzt gehen wir da. Oder sein Pony. Ein My Little Pony. Alter, da ist Ding 012. Wir waren nicht drin, gell? Bis jetzt. Meinst du, das macht irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Caution Lights on. Declaring the piece to be impossible to complete. Also es ist, man kann es nicht. Ja. Also wenn man in die Nähe davon kommt, dann spürt man das Verlangen, das Musikstück zu vollenden mit seinem eigenen Blut. Und wo ist es jetzt? Wo ist Dora? Das ist da wahrscheinlich. Alter. Hä? Ich mach nichts. Aber ich kann noch weg. Hörst du das? Hört sich krank an. Das hört sich an wie so ein Quietscheenden-Orchester. So. Düdelüdel. Oder? Ist das Düdelüdel? Also, passiert mir scheinbar nichts. Also, ja. Du drückst jetzt nichts. Nee, ich drück nichts, der läuft von alleine. Das ist ein Notenblatt. Ja, das ist ein Notenblatt. Nicht, dass er sich jetzt umbringt, deswegen. Aber ich kann auf jeden Fall noch weg, das ist zumindest gut. Mach mal. Dann probieren wir es aus. Hast du das gelassen? Oh, okay, danke. Okay. I have to finish it. Ah, der macht sich kaputt. Ja. Geh mal der hat sich bestimmt geritzt. Geh mal lieber wieder raus. Okay, uns geht's wieder gut. Ich hab gar keine Health-Anzeige. Backsnap. Brauchst du auch nicht, oder? Aber du sagst, uns geht's wieder gut. Ja, weil die Sicht nicht mehr so komisch ist. Was ist da drin? Das ist dieser Raum mit den zwei SCPs, glaube ich. Ah. Ja, weißt du, was du meinst? Da hier ist nur 14 der Ring. Voll spassend, dass man hier nochmal Keycard braucht, wenn man eben einen Keycard braucht, um hier reinzukommen. The Ring, SCP 14. Ja, also ich glaube, das war so, dass wenn man diesen Ring anzieht, sich an den Finger steckt, dann wird man müde und schläft ein und wacht von alleine nicht mehr auf. Und wenn man den aber abgenommen bekommt, den Ring, wacht man wieder auf und fühlt sich total erholt. Auch wenn man nur minutenlang geschlafen hat oder so. Der Raum war immer leer, oder? Ja, aber das ist SCP-1025, das ist die Encyclopedia of Diseases. Das wurde jetzt scheinbar auch geändert, wahrscheinlich eines der 5 neuen SCPs. Ja, dann machen wir was, oder? Kann man da was machen? Das ist ein Buch, in dem Krankheiten stehen. Und die Krankheit, die man gelesen hat, deren Symptome weist man dann im späteren Verlauf auf. Ich weiß nicht, ob inwiefern das ins Spiel geedit worden ist. Probieren wir es aus. Ja.
Cancer of the Lungs, oh nein. Ja, da steht nur, das ist nur ein... Kannst du blättern? Klick mal. Nee, das macht er wahrscheinlich willkürlich. Ich mach nochmal. Ja. Gut. Lustig. Jetzt haben wir Lungenkrebs. Gut. Und wir können nicht davon geil werden wahrscheinlich. Was, ich sterbe jetzt daran? Ach, keine Ahnung. In den Kommentaren hat doch einer geschrieben, dass irgendwo gibt so einen Doktor unten in den Kellern und der meint irgendwie I got a cure oder sowas. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir in den Keller runterkommen. Oh nein. Wo? Irgendwo. Ich hab nicht hingeschaut. Genau, rennen wir einfach weg. Ja, wir können ja Abstand hier. Oder willst du da abbiegen? Jetzt fängt es langsam an, mir nicht mehr Spaß zu machen. Jetzt wird's erst spannend. Nein! Dann gehen wir da links. Hat er sich gerade elektrisiert? Ich würde warten. Ja, aber wenn ich nicht warte, dann kommt er dann durch die Wand durch. Bist du nicht mal ums Eck gelaufen? Nee, bisher bin ich immer geradeaus. Glaube ich. Schau mal so leicht nach rechts, dass man sehen, wie er durch die Wand kommt. Ja, okay, ist weg. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht verlaufen. Wenn wir so auf der 15, dann verchecke ich mal, wo ich schon war und so. Da waren wir noch. Da, okay, da waren wir noch nicht. Da geht's in diese Katakomben wieder, ne? Da waren wir auch noch nicht drin. Bei diesem Virus. Was genau hat er gemacht? Was sehen wir jetzt? Ach, scheiße. Ich muss meine Blätter wieder weg. So. Grippeähnliche Symptome mit hohem Fieber, schwere Demenz in späteren Stadien. SCP-500 has been found to be able to completely cure SCP-008. In the advanced stages of the disease. Also kannst du es mit SCP-500 heilen. Was auch immer das ist. Subject will attempt to ingest living humans if physical contact is made. Wir haben jetzt schon Lungenkrebs. Willst du noch den Virus holen, oder? Das heißt, man frisst andere Menschen auf, oder was? Ja. Ne, das war einfach so ein Zorn, glaube ich. Mach weg. Aber ich mag das jetzt nicht lesen. Ding ist scheinbar nicht ganz ohne. Hätte man noch denken können. Komm mal da rein. Das ist kein Schalter, oder? Da drin war so ein Schaltpult. Da Monitor. Input. Nee, da kannst du nichts machen. Aber seit dieser 07-Version, da hängt es immer, wenn man eine Seite öffnet. Ausdauer, das Ding da durch. Das könnte sein. Das schließt sich gerade mal auf. Also jetzt Vorsicht, wenn das kommt, dann können wir nicht kühlen. Aber ich habe ja hier die Gasmasken, mit der ist es einfacher zu atmen. Ne? Und dann regeneriert sich das voll. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Gefällt mir gar nicht. Da liegt da eine Pille. Ein Pokéball. SCP-500-01. Da stand auch bei diesem Virus da, dass man SCP-500 braucht. Willst du sie nehmen? Vielleicht gibt es einen Gegenmittel Krebs. Pille gegen Lungenkrebs. Weißt du nicht, müsstest du wissen, was SCP-500-01 ist. Da ist ein Aufzug. Ja, ein Drahthahn, wo der hinfährt. Wenn hier das Keypad ist, da geht es an den Maintenance-Handel, oder? Ja. Probier's einfach mal. Ja, das schauen wir erstmal. Ja, genau, schon die andere Tür an und dann. Achtung, du blinzelst gleich. Wir können immer noch später durch den Aufzug.
Warheads der Hero. Nächste Aufzug.